Ja, so könnt ihr entweder am Sumpf entlang oder aber direkt auf der offenen See bzw. am nahen Ufer in Richtung der ja, belagerten Stadt segeln, fahren, rudern. Und zwei weitere Tage, die ihr dann am Moor entlang, an der Küste entlang gerudert seid, dann Ilsur in Sichtreichweite sehen. Es dämmert gerade und ihr könntet dann, wenn ihr einige Stunden hier wartet, in Richtung der Stadt reinrudern. Die 2 weiteren Tage auch -2. Ja, würde ich sagen, ihr seid nicht sonderlich gut für den Sumpf oder die topische See ausgerüstet und da ist dann der Schlaf dann doch ein bisschen ja, spärlich. Ja, so liegt ihr mit dem kleinen Boot an Feuerhafen vorbei vor Ilsur und betrachtet die Stadt, die sich dann vor euch aufrichtet. Sie sieht zerstört aus, raucht immer noch mit wieder. Alles einnehmend ist zurzeit die Burg Klippstein, die vor allem im Osten dann nach oben ragt. Und der neuen Deich, der dort ja, zerstört vor euch liegt, vor allem die ganze Innenstadt, auch wenn ihr sie noch nicht betrachten könnt von dem Winkel aus. Aber die Gebäude, die nicht zur Burg gehören, sind definitiv durch Artillerie schwer beschädigt worden. Und so auf beiden Seiten. Ihr könnt die Seeadler kennen, die an der Burg Klippstein angelegt hat und hohe Planken dann in Richtung der Burg gelegt hat. Es gibt wohl auch noch sowas wie einen Hafen, der wird allerdings zurzeit nicht benutzt. Naja, dann denke ich doch, gehen wir mit die Seeadler rein, oder nicht? Ja, mit unserer Nussschale. Ich sehe sonst an der Burg nicht wirklich eine Gelegenheit zum Anlegen. Nun, wir könnten dort an den Felsen anlegen, hinaufklettern und dann. Ja, gehen wir über die Seeadler rein. Ich denke auch, das ist vernünftig. Ja, dann. Na, ich sag wohl hier bis jetzt rudern. Ja, dann bring mich immer aus dem Takt. Es tut mir leid, dass ich in einem Arm nicht so viel Kraft habe wie in beiden. Du stehst einfach am Ruder und gut ist. Götter im Himmel, ich habe in beiden Armen nicht mal so viel Kraft gehabt wie in einem. Ja, wenn wir angekommen sind, dann machst du mal ein paar Liegestütze, nimmst du Abel mir gleich mit, der wollte eh noch mal was verändern, richtig, Abel mir? Genau. Ja, ich würde mit einem Arm wird es schwierig, Liegestütze machen. Wir werden ein langes, einen langen, ausgiebigen Besuch in den heiligen Quellen nehmen und dann werden wir sehen, wie wir mit dem Arm stehen. Oh ja, die heiligen Quellen sind sehr schön. Und wenigstens wisst ihr, ein Schiff zu steuern, im Gegensatz zu uns. Daran helfe ich, wenn ich der Erste, der euch ihre Gnade einen Körperteil zurückerhält. Ich schaue merkwürdig zu Jalan hin. Neben Ob euch dieses Kommentars. in einem kleinen hölzernen Käfig sitzt noch eine der Brieftauben, die euch just mitgegeben hat, die dann wohl in Richtung der Burg Klippstein fliegen wird. So zumindest seinen Ausführungen folgend. Und ihr könntet einen Brief schreiben, der dann wohl an die Offiziere weitergereicht wird. Müsst ihr dann aber wohl noch einige Stunden warten, bis ihr dann in der Morgendämmerung aufbrechen könnt. Oder ihr könnt natürlich auch jetzt übersetzen, dann wisst ihr allerdings nicht, wie die Wachen auf der gegnerischen Seite sind. Ich schlage vor. Ja, wir halten uns an Justs Rat, nicht wahr? Ja, Auf jeden genau. Fall. Ich würde vorschlagen, Iserun, ihr schreibt den Brief. Ihr habt ja diesen militärischen Ton und so ganz gut drauf. Ich Ja, werde ihn das schon mache ich schon. verstehen. Ein Grund, jetzt noch aus dem Wasser gepustet. Gut, Isarun zieht also ja ihr Tintenfässchen und eine Schreibfeder heraus und schreibt eine kurze Nachricht darüber, dass mit unserer Ankunft zur 4. Morgenstunde etwa zu erreichen, erwarten sei. Gut, dann nimmt Sudamin die Taube aus dem Käfig und hält sie fest, dass Isarun den Brief befestigen kann. Was sie dann auch tut, und dann wird die Taube losgelassen. Ja, Sudamin flüstert ihr noch zu: Mabu mit dir. Und lässt sie fliegen. Die Taube erhebt sich und flattert direkt in die Luft, getragen von den Schwingen. Und wird direkt Burg Klippstein ansteuern, nur wenige Meilen von euch entfernt, bis sie dann im Himmel verschwindet in der Dämmerung, in der Dunkelheit und ihr bleibt alleine zurück im Boot. Nur noch mit euren Gedanken,
Wenn der Verräter den Brief bekommt, habt ihr ein Problem. Hat jemand eine Stundenkerze dabei? Nee, überraschenderweise nicht. Ich hätte eine Uhr. Die ist vielleicht etwas genauer als eine Stundenkerze. Immer noch in den Salterspielereien. Habt ihr sie denn auch aufgezogen? Natürlich, ich ziehe sie jeden Tag auf. Was denkt ihr? Ich versuche, etwas an Nerv die Arme zu verschränken. Na gut. Aber wenn es schief geht, werde ich... Ja? Sorg dafür, dass es nicht schief geht. Immer doll auf den Rücken klopfen. Es wird nicht schief gehen. Och, ich glaube auch nicht, aber mir ist kleine Spielereien klappen doch meistens, also so in 3 von 5 Fällen. Es ist ja, nur einmal ist jemand der Arm wegexplodiert. Es war ein Geschenk. Und sie wird funktionieren. Oh, wer hat euch denn diese hübsche, Spielerei? Wollt ihr genau, sagen? Richtig. Wer hat euch das denn geschenkt? Es ist wirklich sehr schön gearbeitet. Nun, Meister Leonardo selbst. Ah, den kenne ich nicht. Ich kennt Leonardo den Mechanikus nicht? Nein. Ja, habt ihr nichts verpasst. Er ist ein bisschen verrückt und... Er ist ein Genie. Ein Meister seines Faches. Aha. Was macht ihn denn zum Meister seines Faches? Ja, er hat die Dämonenfestung gebaut. Er kann das alles bauen. Ist aber nicht gut. Also, nee, ist richtig. Er wurde dazu gezwungen. Und mit so jemandem habt ihr Kontakt, Abelmir? Er wurde dazu gezwungen. Er konnte nicht anders. Wenn Talato euch sagt, baut dies, dann baut ihr das. Aber nicht unter einem Zauber. Ich habe letztens erst Gerüchte gehört, dass er angeblich wieder zurück nach Yorgomak entflohen sei. Ach, pappalapapp. Und er ist immer noch verschwunden, ohne jede Spur. Also, ja, und der Splitter ist auch. Es ist euer Freund am Leben. Das freut mich für euch, Abelmir. Vielleicht seht ihr euch ja bald wieder. Ich hoffe. Und ihr werdet niemals, niemals die 12 verraten. Den letzten Freund, der auf diese Weise noch am Leben war, habe ich am Fuß eines Scheiterhaufens wieder gesehen. Ah, wer war das denn? Rudert. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Rudert! Talan reicht mir nicht aus. Das ist nicht gut. Ich sehe euch doch außerdem, schon wir müssen hier noch 4 Stunden warten. Ich werde doch jetzt nicht bekloppt sein und hier hin und her rudern. Naja, aber Abelmir, geh mal an die Ruder. Wie ist das jetzt mit diesem Freund? Ja. Ihr habt den Bericht doch wohl gelesen, Isarun. War das dieser, in Kunchum? War das das? Mhm. Worauf ich hinaus will, ist Abelmir, nur weil er euer Freund ist, heißt das nicht, dass er nicht die Götter verraten kann. Und sei es aus den allerbesten Gründen. Es sind immer die allerbesten Gründe. Ich hoffe, niemand von euch, meine Freunde, wird jemals die Götter verraten. Das wäre sehr ungut. Ja, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich würde mich dann um euch kümmern. Ich würde bei der Kümmerei helfen. Nun, Leonardo würde niemals auf solche Taschenspielertricks hereinfallen. Naja, aber da hat er auch noch beide Arme. Und ich würde Marianan verdächtig anschauen. Was soll das denn nun heißen? Ich werde auch bald wieder beide Arme haben. Wartet es nur ab. Wo seid ihr ein Leidensgenosse von ihm? Na, freut ihr euch schon auf die nächsten 4 Stunden, Yalan? Oh, wir haben alle Zeit, um über eure Probleme zu reden. Also, wie war das noch gleich mit eurem Anverwandten und der Armbrust? Oh, das ist eine sehr schöne Geschichte. Aber erzählt sie mir doch bitte, ja, in jedem Detail. Selbstverständlich. Seid einmal ruhig. Seht ihr das? Dort, Richtung Osten. Ich sehe Wasser. Von der Burg her? Was, ein Licht? Ein Tarnteppich. Dort, schau doch genau hin, Mensch. Ist was zu sehen? Aber mir deutet doch das nachtschwarze Wasser und ihr könnt erkennen, wie sich da wohl irgendwas an der Oberfläche auf euch zubewegt. Das könnte die Strömung sein, es könnte aber auch ein Tarnteppich sein. Runter. Jetzt wirklich? Die haben uns gerade noch gefehlt. Ich ducke mich in dem Boot, habe in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden.
Ich habe keine Ahnung von Dämonen. Ich halte dies für eine praktikable Methode. Ulamin guckt irritiert. Was denn, wenn man leise ist? Nein. Natürlich nicht. Vielleicht müssen wir doch früher als erwartet losrudern. Ja, hilft es, wenn man es ersticht? Wie wollt ihr einen Tanzteppich erstechen? Wohin wollt ihr zielen? Ihr müsst euch das Knotengebilde in der Mitte einstechen. In die Mitte, siehst du? Wenn ihr in der Mitte seid, seid ihr verloren. Ich habe eine gute Idee. Wirkt Heiliges nicht sehr negativ auf Dämonen? Ja, im Prinzip. Naja, und wir haben ja zwei Geweihte. Wie sieht es denn mit? Naja. Hm. Ja, ich wollte sie erstechen. Ein Tranksegen? Ja, genau, so etwas. Ihr wollt das Meer segnen? Ja, warum denn nicht? Vielleicht reicht einfach nur irgendwie ein Krug voll oder so. Einfach hilf uns. Ja, der graue Mann ist auf unserer Seite. Keine Sorge, ich bin ja da. Dann segnet ihr doch das Meer. Das Meer ist nicht zu Musleib. Tut mir leid, da bin ich nicht zuständig. Ja, also wenn ihr möchtet, könnte ich mich in einen Panther verwandeln. Und was tun? Naja, ich werde ein großes heiliges Tier, ein Panther. Behalten wir diese Option im Hinterkopf. Ja, oder? Ich wollte nur, dass ihr alle Informationen habt. Aber... Können wir ihn davonrudern? Es scheint zu versuchen, unauffällig zu sein. Vielleicht sollten wir es versuchen, erst einmal. Ja, genau, aber wir rudern uns doch mal ein bisschen im Kreis. Ihr seid der mit den Oberarmen. Ja, und ihr wollt ja einer mit der mit den Oberarmen werden. Nur nicht jetzt. Na. Oh. Isarun, spielt ihr nicht auch, das ist doch eine Ausrede, der will uns doch nur wieder rudern lassen. Natürlich ist das eine Ausrede. Ja, Zwerge haben da ein altes Sprichwort, kein Schmerz, kein Gewinn. Dass du nicht dich schämst, aber mir, dass das immer nur dein Bauch wächst und nicht deine Oberarme. Mein Bauch wächst überhaupt nicht. Ja, aber mir, ich sehe das doch von hier. Sind wir jetzt wirklich in der Position, um darüber zu diskutieren, ob mein Arm oder mein Bauch wächst? Während ihr euch unterhaltet und darüber diskutiert, könnt ihr schon die ersten gröden, nachtschwarzen Fetzen von Algen erkennen. Und an der Stelle, wo sie langsam euer Boot berühren oder gegentreiben, könnt ihr so eine Art kaltes Brennen mitbekommen, als ob euer Boot anfängt zu dampfen. Rudert verdammt. Aber du bist ein faules Stück. Das können wir hinterher diskutieren. Ja, ich würde rudern. Ich ruder auch. Abelmir, du sorgst dich um die Magie. Ja, nur macht schon. Ihr könnt gerne mal eine Orientierungsprobe würfeln. Hilft und, innerer Kompass. Innerer Kompass hilft, ja. Wunderbar. Weiß bis heute nicht, warum du den hast. Für diese Situation, mein Junge, für diese Situation. Plus 17 könnte er ausgleichen. Ja, euch ist klar, dass von Osten kommend euch der Tangteppich noch nicht eingeschlossen hat, aber sehr wohl, sehr bald Ilso eingeschlossen ist. Und wenn ihr weiterhin wartet und nur im Kreis rudert, dann könntet ihr den Hafen wohl so nicht mehr erreichen. Die Stunden sind aber auch noch nicht um, ne? Sodass es noch nicht die Federstunde ist. Ihr müsstet also vorher anlaufen. Man kann, wenn man mutig ist, aber an solchen Algenteppich laufen. Naja, mutig sind wir ja. Es ist nicht empfehlenswert. Da hat er leider recht. Rudert, bringt das auf jeden Fall näher heran, ja? Naja, sonst Abelmir, kündige uns doch magisch an. Bringt uns erstmal hier raus, bevor Abelmir jetzt am Zaubern ist. Ja, aber Abelmir kann doch zaubern, während sie uns rausbringen. Rudert! Ich ruder ja schon, hör auf so laut zu sein. Dann schaut mal hinten raus, dass wir nicht versehentlich eingeschlossen werden. Dann bekomme ich bitte eine Bootefahrenprobe. Nicht, ob es euch gelingt, sondern wie leise ihr seid. Kann ich da als Steuermann irgendwas tun oder ist das Wumpe? Als Steuermann kannst du nichts tun. Kann ich da mit einem Silenzium irgendwas tun? Das würde helfen. Ja, dann hätte ich ein Silenzium sagen, war, wie lange werden wir wohl brauchen, wie weit ist denn die Strecke in etwa?
Also die Strecke werden wohl so noch 2 Meilen sein. Ihr könnt auf alle Fälle die große Burg erkennen, aber sie euch, je nachdem wie gut sie sind, je nachdem wie aufmerksam sie sind, könnten sie euch auf alle Fälle dann entdecken. Es geht aber auch dann nicht um die Burg selber, sondern um die Belagerer auf der anderen Seite. Das wäre dann wesentlich wichtiger. Also 2 Meilen ungefähr. 2 Meilen, Dann sage ich mal, ich mache 25 Minuten Silenzium. Sollte für den Moment erstmal reichen und falls er dann nochmal gebraucht wird, kann ich ihn ja dann nochmal lassen, mir selbstverständlich Zeit. Dann Silenzium ja jetzt nicht so tragisch. Und dann gehen 5 ASP da rein. So, das wäre gelungen. Ausgezeichnet. So könnt ihr trotz des Platschens der Ruder, die wesentlich ruhiger eingetaucht werden als noch beim letzten Mal, und gemeinsam mit dem Silenzium von Beutax auf Ilso zusegeln, zufahren, zu rudern, und zwar noch bevor die eigentliche Stunde gräut. Hinter euch gejagt von einem entweder Ultschutschu oder einem normalen Algenteppich, der durch die Strömung herangewabert wird. Ihr wisst noch nicht genau um die blutige See, aber gut, Jarlan oder Abel, wir müssten es ja als alte Veteranen wissen, weiter auf die Burg zufahren, bis ihr dann ein einzelnes Positionslicht an der Seeadler erkennen könnt und wie es leise Bewegung dort gibt. Ihr selber seid durch den Silenzium abgeschirmt und könnt nicht genau wissen, was sich dort abspielt, aber ihr könnt auf alle Fälle Lichtsignale von einer Laterne in eure Richtung erkennen. Aber mir, signalisier mal zurück. In welcher Sprache? Mit der Laterne. Ich fürchte, ich kenne keine dieser Morsezeichen nicht. Geht's los über Seefahrt? Oder über Attack? Seefahrt. Okay. Der Steuermann zählt nicht, nehme ich an. Pass auf, ihr macht kurz auf, dann lang auf, dann kurz auf, dann lang auf, dann lasst ihr einen Moment, dann kurz auf, lang auf. Und so beschreibe ich ihm irgendwie Freunde oder so. Ein relativ kurzes Wort, das er dann wiederholen darf. Ja, während ihr auf die Lichtsignale und die Seeadler zufahrt, könnt ihr sehen, wie auch Positionslichter auf der nördlichen Seite von Ilsur angehen und wohl ein langer Taststrahl sich in eure Richtung schiebt. Nördliche Seite oder feindliche Seite oder wie oder was? Ihr wisst es nicht genau. Also vermutlich, ja, zerstört es alles, wie genau die politische Situation in Ilso selber ist, wisst ihr nicht genau. Also außen drumherum sitzen die Belagerer, Klippstein ist wohl in guter Hand und mindestens wohl auch der Pereine-Tempel. Wie dunkel ist es, beziehungsweise die wievielte Stunde des Tages haben wir gegenwärtig? 21:22. Ja, also es ist wirklich schon recht finster. Im Reihe? Ja gut, stimmt. Ach, wir haben Raya, ja. Nee. Ich deute Abel mir auf Attack an. Illusion? Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich kann es gern versuchen. Ich würde mich dann auf einen Aus-Nasis vorbereiten, eine wirkliche Illusion über das Schiff legen, über das Boot legen, sodass sozusagen das Meer sozusagen das Boot einhüllt, also die gleiche Umgebung auf dem Boot liegt, wie die See ist, sozusagen, also beweglich ist, die Wellen, der Wellengang. Ja. Da brauchst du ja dann auch nur Sicht, ne? Den Sichtparameter. Ja, genau. Geht das beweglich? Ja, es geht beweglich, ja klar. Bewegte Bild ist eine +7. Ich könnte mir Zeit lassen dabei. Wäre dann -4, also +7, -4 ist dann +3. Frage ist, wie lang? Ja, wird wahrscheinlich kurz ausreichen. Also 10 Minuten müsstest du sicherlich noch machen. Ansonsten. Die Wirkungsdauer wäre maximal ZFP halbe Spielrunden. Und kosten wären 4 ASP pro Illusionskomponente. Also ist ja nur ein Bild letztendlich. Die Wirkungsdauer. Dauer wird von den ZFP bestimmt. Steht gleich drin. Maximal steht der ZFP, aber ich gehe davon aus, dass das ist. Was bedeutet, du kannst sie bestimmen? Kannst du dann abbrechen, wenn ihr das Ganze erreicht habt. Das Problem ist auch, dass die Seeadler euch dann nicht mehr erkennen kann.
Aber darum kommen wir uns dann kümmern, wenn es soweit ist. Müsste reichen. Wannert Tuganiga. Ja, wie sagt er, der Zauber ist gelungen. Denk dran, dass du noch eine Erschwernis hast, weil du die Sprachkomponente nicht hast, weil wir ja noch im Silenzium sind. Ah, stimmt, das wäre nochmal plus 4 Komponente, plus 5, dann wären es halt plus 4 Punkte in dem Fall. Also es sind nochmal halbiert, richtig? Oh shit, ich hab was Falsches gesagt, plus 7 wäre es eigentlich, aber du kannst es halbieren, klar. Also plus 7 ist fester, die wird nicht halbiert, also die minus 4 plus die 5 wäre dann plus 1, halbiert immer plus 1, also plus 8. Ja. Wären also 6, immer noch ein Punkt würde reichen. Gut, so könnt ihr... Quatsch, die plus 8, plus 5, also ich hätte da 4 Punkte stehen, wo ich habe ja plus 3 schon eingetragen. Sollte aber reichen, ne? Also mehr als 10 Minuten. Wenn er 4 über hat, maximal 10. Ja. So könnt ihr in der Dunkelheit und unsichtbar euch an die Seeadler herantasten, immer noch abgeschirmt durch den Silenzium und mittlerweile dann auch durch die Illusion, die um euch herum wirkt. Die Seeadler selber hat euch natürlich auch aus den Augen verloren, aber dann, kurz bevor ihr das riesige Schiff erreicht und euch dann anlegt, kann Abelmir die ganze Illusion fallen lassen. Ihr seid jetzt auch nicht mehr durch die Kanonen erreichbar, durch Pfeilbeschuss sowieso nicht. Aber ihr könnt dann wieder davor auftauchen und seht, wie dann euch mehrere Matrosen ansehen, die immer noch aufmerksam schauen. Es gibt auch noch einige Seekrieger, die ihr auf dem Weg entdeckt hattet, und eine Hand, die sich euch dann ausstreckt. Rammengerz, der Moraloffizier, der euch dann eine Strickleiter runterwirft und euch an Bord willkommen heißt. Kommt hoch, kommt hoch! Ich sage danke, nichts kommt heraus. Weil Silenzium? Ja, ich lasse aber ich beginne Silenzium zu klettern. Fallen, in dem Moment auch. Weil ich stehe irgendwie hinter, nachdem Isarun auf mich nach oben stehe ich vor der Strickleiter und überlege angespannt. Ja. Ja, ja, greif mal, gut, dass ihr neu hier unten seid. Pack mal mit mir Mira an, will. Die braucht ein bisschen Starthilfe. Ja, sicher, aber wie mache ich das jetzt auf ihm? Ja, du drückst mit deiner Hand den nicht Arsch den Bär, Mira nicht nach den Bär. Hoch. Wie komme ich jetzt die Leiter hoch? Wir können euch hochschieben. Ja, mit deiner Hand und deinen Füßen. Abelmir, das Seil. Bind euch fest. Wir ziehen euch hoch. Wie soll ich mich denn festknoten? Das bindet sich von alleine fest. Oh. Getan, aber wie geheißen. Ja, aber schön, dass ihr schon meckert. Währenddessen könnt ihr auch erkennen, wie andere Unteroffiziere, Mannschafter und Offiziere an Bord der Seeadler herangetreten sind, die hier die Wache halten. Ihr könnt wohl auch sehen, wie Baron Wilbur Körnblitz, der erste Wachoffizier, wohl aktuell Schicht hatte und sich dann wohl auch auf dem Deck dann zu euch gesellt, euch zunickt. Schön, dass ihr hier seid. Wir wussten, dass ihr es schafft. Ja, ihr habt ja auch schon die Geschichten von mir gehört. Hoffe ich zumindestens. Ja, selbstverständlich. Also gut, kommt an Bord. Hier sind wir erst einmal sicher. Zumindest gibt es hier keinen Beschuss. Die Burg Klippstein selbst gibt uns ihren Schatten. Der Hafen ist eingeschlossen von vermutlich an Mulchuchu. Haben wir schon gesehen. Aber ja, ein Mulchuchu. Irgendwas wird da wohl kommen. Unter uns, unter dem Tankteppich. Wir sind zumindest darauf vorbereitet. Wir haben zum Glück einige Krieger, die eigentlich für Ilso geplant waren, aber jetzt werden wir sie auf der Seeadler brauchen. Ist gut. Es das, was ich vermute? Was meint ihr damit? Eine Arche. Das werden wir sehen. Niemand kann wissen, was sich unter einem Mulchuchu oder in einem Mulchuchu verbirgt. Wir werden Resovik darauf ansetzen und natürlich auch Trismagena, die anderen. Sie befinden sich aktuell auf der Klippsteiner Burg. Ihr wart da so erfolgreich, ja? Größtenteils. Nun, wir haben zumindest schon von Boltax gehört, der vor einigen Tagen hier war, ja? Ja, ja, aber es hat sich noch etwas ergeben. Jalan hat seinen Arm verloren. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber, ja. Bilbo Komplett nickt dir zu. Ein weiteres Opfer an die Dämonen, ja? Xeran selbst in diesem Fall. Ja, du kannst dabei auf seine Wange sehen, die wohl von einer ewig blutenden Wunde, Nest,
Hat er schon seit einiger Zeit, aber er nickt seinen grimmigen Blick und deutet dann mit seiner verbliebenen Hand auf die große Planke, die nach oben führt, die wohl von der Burg runtergelegt worden ist. Wie reagiert das euch? Ihr hattet nicht die Gelegenheit genutzt, in den heiligen Quellen zu baden? Die heiligen Quellen? Wie meinst du von Zar? Der Pereine. Die Pereine, du meinst das, was hier im Garten ist, ja? Die hilft nur gegen Krankheiten, Junge. Ich hab mich mit der Wunde abgefunden. Doppelt und dreifach. Ja, ich. Ja. Dreh mich rum und gehe die Planke hoch. Wir hatten eigentlich erst in einigen Stunden mit euch gerechnet, aber. Ah ja. Ja, wir mussten improvisieren, wegen dem Uchuchu. Nun, dann meldet euch am besten bei dem Rondra-geweihten Talion von Donnerbach. Ist der Stadthalter und Kommandant des Blutbanners oder aber bei Tankrad von der Nordweide, der Oberst der Wache. Oder bei Sanin, der müsste irgendwo oben in den anderen Räumen sein. Oh ja, ich muss noch Grüße an Sanin ausrichten, das ist gut. Ja, so könnt ihr, nachdem ihr die Begrüßung von Wilbur hinter euch gebracht habt, die Planken nach oben treten, die ein bisschen wackeln, aber die wurden wohl auch angenagelt mittlerweile, weil die Seeadler länger hier liegt. Und dann den hohen Berg nach oben steigen, die Burg, die hier trutzig liegt und den Rest abschirmt. Ihr könnt dann aber auch, wenn ihr an den Palisaden vorbeigeht, werdet noch vom Blutbanner merkwürdig inspiziert. Das sind wohl die Veteranen, die hier seit einiger Zeit die Stadt noch halten. Könnt dann an der alten Festung entlang gehen und dann auf das Innere bzw. die Südstadt von Ilso blicken, die Tempel Jalans, ja, Blickfelder auf den Prios-Tempel, den Effa-Tempel im Hafen, die dort immer noch rauchend und zerstört vor euch liegen. Das ganze Stadtbild ist von Ruinen verziert und es gibt nur noch wenige Leute, die dort unten wohl zu leben scheinen. Keine Lichter, die irgendwo in den Trümmern und im Schutt dann von leben könnten. Und eigentlich alles, was ihr hier noch erkennen könnt an Lichtern, geht wohl von der Burg selbst aus, die ihr gerade betreten habt, um dann den Festungswall nach innen zu gehen. Nach einiger Zeit kommt ein Rondrianer und auch ein Oberst auf euch zu, die euch tatsächlich dann wohl auch gewiesen worden sind. Der eine in Stadtgardenwache und der andere eben an seinem typischen roten Banner mit der Leuen drauf zu erkennen, die euch zunicken. Die Götter zum Groß. Wer seid ihr? Oh, ich bin Boltax. Ihr habt vielleicht schon von mir gehört. Ah, Boltax, dich erkennen wir. Ja. Ah, und mit euren Freunden, ja? Einige schon zu früh. Ihr seid über die Seeadler gekommen. Ganz genau. Und da habt ihr Glück, dass ihr nicht von den Kanonen erwischt wurden. Normalerweise schießen sie alles mit Kanonen in Stücke. Ach, wir haben ja meine begnadeten Fähigkeiten und Abelmirs Zutun und konnten uns dadurch ganz gut hier heranmogeln. Ein bisschen zauberkräftige Unterstützung ist nie verkehrt. Bleibt ihr dieses Mal länger oder habt ihr wieder vor, nach einigen Stunden wieder zu fliehen? Doch, dieses Mal bleiben wir länger. Wir mussten ja, ich bin ja nicht geflohen, ich musste mich ja noch um Afax kümmern. Habt ihr es geschafft? Ist er tot? Ja, also er ist geschlagen. Nein, nicht Afax, Xeran. Ach, jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Genau, Afax hat Xeran wohl geschlagen und das mit unserer Unterstützung. Deshalb denke ich, dass der Belagerungsring hierum auch nicht mehr so lange standhalten wird. Afax geht jetzt gegen Mendena vor und naja, wir müssen gucken, wie wir euch jetzt am besten unterstützen. Also gut, dann solltet ihr euch am besten die Regeln hier erklären. Haltet eure Köpfe unten und zwar immer, ansonsten fangt ihr euch in Feierlein. Die Bogenschützen auf der anderen Seite sind alarmiert und sie schießen wie der eiskalte Jäger persönlich. Ein Schuss und ihr seid hin. Ja, das weiß ich noch vom letzten Mal. Ja, aber vor allem eure anderen Freunde. Lauft am besten immer gebückt im Schutz der Mauern und... Nun ja, meidet die Innenstadt. Damit hat Boltax ja kein Problem. Rafim, am besten du kabbelst.